willkommen, liebe Zuschauer von Geflügelnews. Wir stehen heute hier wieder im neuen Bio-Junghennen-Aufzuchtstall der Familie Krüssel. Ihr seht schon, wir haben fertige Junghennen in der Hand. Es sind genau 17 Wochen vergangen, seitdem die Küken geschlüpft sind. Ja, wir blicken eigentlich auf eine erfolgreiche Aufzucht zurück. Und ich würde dich, Henning, eigentlich mal bitten zu sagen, wie du so die Aufzucht empfunden hast. Ja, moin Philipp. Und jetzt Team von Geflügelnews, mal wieder hier im Stall. Ja, der erste Durchgang ist durch. Es hat sehr viel Spaß gemacht, muss ich ehrlich sagen. Aber es war auch jeden Tag aufs Neue wirklich Aufregung dabei, in den Stall zu fahren, weil wirklich, ja, im Grunde kein Tag wie der andere ist, weil man es auch einfach nicht kennt. Nein, man muss wirklich sagen, es lief super. Die Tiere waren super. Es hat die Arbeit mit den Tieren Spaß gemacht. Was man wirklich auch sagen muss, ist, die Begleitung durch Abovo, durch den Aufzuchtberater, war wirklich hervorragend. Also alle Fragen wurden ausreichend oder sehr gut sogar beantwortet. Und man fühlte sich nie alleingelassen. Und dementsprechend geben es jetzt auch die Leistung und die Tiere so wieder. Es lief wirklich sehr gut. Und ich hoffe, dass der Legeinhalter genauso viel Spaß an den Hühnern hat, wie wir damit hatten. Wir haben hier mal eine Junghenne rausgeholt. Man sieht ganz eindeutig, Kamm sieht super aus, Farbe ist schön, leicht rötlich, keine Verletzungen. Die Augen sind klar, der Schnabel ist sauber. Auch die Flügelspannung, die die Henne hergibt, ist wirklich gut. Das ist ein ganz klares Zeichen für eine starke, vitale, agile Junghenne. Auch vom Gefieder her sieht man keine Verletzungen. Der Mauser ist fast abgeschlossen. Die Federspitzen sehen astrein aus. Auch im hinteren Bereich, wenn man mal vorstreift, sieht man, dass keine älteren Verletzungen vorhanden sind. Die letzten Federn jetzt geschoben werden. Dann hier. Der Stoß ist bis zum Ende in die Federspitzen vollständig. Man sieht nicht, dass er wirklich struppig ist oder abgebissen ist, was darauf deutet, dass das Federkleid einfach voll und ganz intakt ist. Zur Unterseite der Henne gucken wir uns einmal die Fußballen an. Diese sehen wirklich gut und sauber, ohne Verletzung aus. So soll das sein. Wenn wir das Brustbein abtasten, sehen wir, das ist schön stabil. Man sieht und fühlt keine Verformung. Es ist wirklich geradlinig, was dafür spricht, dass die Aufzucht gut funktioniert hat. Und auch wenn man die Brustmuskulatur anfasst, sieht man, dass die bündig zum Kamm des Brustbeins verläuft und somit die Henne wirklich gut genährt ist. Der Kropf ist zur Verladung leer. Die Tiere sind nüchtern und können somit vernünftig verladen werden. Jetzt, nachdem nachher der Stall komplett leer ist, wird dieser dann komplett gereinigt, desinfiziert. Wenn dies geschehen ist, wird dann in Kürze wieder aufgeheizt, getrocknet. Und dass natürlich schnellstmöglich wieder neue Tiere hier eingestallt werden können, neue Küken. Diese befinden sich schon im Brutkasten. Und ja, abschließend bleibt uns nur zu sagen, dass wir dem Legehennhalter mit diesen Hühnern viel Glück und Erfolg wünschen. Ja, wir sind hier heute auf dem Betrieb Ostermann. Wir stallen heute die jungen Hennen ein, die im Aufzuchtstall Krüssel von der Firma Abovo aufgezogen worden sind. Wir haben vor circa 11 Jahren mit der Legehennenhaltung begonnen, haben einen Stall für 15.000 Biotiere gebaut und haben jetzt zur Einstallung einen zweiten Biohennenstall gebaut, in den Stellen wir jetzt beide gleichzeitig einstallen. Die Ställe stehen direkt voreinander. Wir haben am Farmpacker die beiden Ställe gespiegelt. Deswegen fahren wir jetzt die beiden Ställe zeitgleich auf einem Niveau. Deswegen passte der Aufzuchtstall Krüssel, glaube ich, auch ganz gut in unser System, wo 30.000 Tiere aufgezogen worden sind. Die Rasse DeKalb haben wir jetzt, glaube ich, im dritten, vierten, fünften Durchgang, würde ich jetzt sagen, mit Top-Ergebnissen. Wir hatten auch schon ein Ergebnis mit über 512 Eier dabei. Die Hennen sind sehr gut aus den Transportwagen rausgekommen. Ich glaube, wir haben keine Stunde gebraucht für diese 15.000 Tiere. Machen einen sehr guten Eindruck im Moment.
nehmen das System sehr gut an, wie man hier jetzt sieht. Ja, wir wollen hoffen, dass es so wie die letzten Jahre weitergeht. Wenn die Hühner jetzt gleich im alten Stall eingestallt sind, dann stellen wir gleich zusammen noch die Lichtintensität des Stalles ein, die Dimmphasen heute Abend. Aus den letzten Jahren kennen wir es eigentlich, dass fast kaum Hühner am Boden sind. Die Hühner ziehen alleine hoch. Futter ist in der Anlage vorhanden, Wasser ist da. Ja, eigentlich ist es von den letzten Jahren bekannt. Ich will hoffen, dass die Hühner gut alleine zurechtkommen. Ansonsten helfen unsere Berater dann normalerweise. Und dann soll das wohl klappen, denke ich mal.